auf. Also, wir sind hier schon seit ein paar Stunden am Leute in CSGO kicken. Wir haben jetzt schon so um die 20 oder 30 Leute von Servern gekickt. Wir haben einmal einen Server komplett leer bekommen. Und zurzeit sind wir in einem Dreier-Team. Wir müssen jetzt warten, bis Leute sich trauen, ins Terroristenteam zu wechseln, weil dann fliegen die nämlich vom Server. Ich kann ja mal für Teamausgleichung abstimmen. Oder wird dann alles gemischt? Dann wird vermutlich alles Ja, gemischt. Ich habe Teams keine mischen, Ahnung da von wird alles CSGO. gemischt. Ja, lohnt sich nicht. Too Wir risky. haben Boah, doch kicken. gerade. Rauswerfen den. Spaß. Warte. Ah. Der Arsch! Das ist mein Kumpel, Jungs. Ja, okay. Wie heißt der? Das war der Destroy, ne? Ja. Dann den da. Der hat ja gerade auf Deutsch geschrieben. Warum antwortest du auf Englisch? Ja, ist eine gute Idee. Weg ist er. Mit zwei Gegenstimmen. Jetzt kick den nächsten. Du bist dran, du hast die Abstimmung Nee, gemacht. das war Fabgum. Jetzt du. Ah, okay. Weißt, ich habe noch eine, die fehlgeschlagen Zehn, ist. ne? Ja, ich muss 34 Sekunden noch warten. Um 54 Sekunden. Nein. Und warte, Destroy, so stehen wir nicht rauswerfen dürfen, oder? Phil Skill, Genau. der muss raus. Ja. Weg ist schon. Jetzt gleich den nächsten. Gut. Ja, okay. Palantaka. Egal wie er heißt, der muss weg. Ist so. Dann Kingdom of RS. Und dann Zeng. Warte, dauert noch. Du kannst ja trotzdem mal ins Kick-Menü. Oh. Dann eben nochmal. Ja, jetzt wird es schon klappen. Geht doch. Ist da noch mal jemand? Zenek noch, oder? Ne, der Russe ja Genau, schon mal, der der ist ja Russe. schon. Ah, okay. Gut, dann ist der Russe noch. Dann ist der Server, wenn ich wieder... Oh, Wieder ich hab's nicht mal bereinigt. geschafft drauf zu klicken. So schnell war er schon draußen. Gibt's da Autobalance?
Nö. Eigentlich nicht, also so viel ich weiß. Gab's hier bei uns auch nicht, das... Ich glaube, bei mir wird bald die Funktion vom Spieler melden gebannt. Also gesperrt, weil das... Die von Steam so, die können das ja alles sperren oder ich bekomme irgendeinen Spielausschluss oder sowas. Mich würde es nicht wundern. Das sind ja alles demokratische Abstimmungen. Ist so. Wir mögen den alle nicht, deswegen fliegt er raus. Ich konnte nicht mal ja stimmen, weil... Ja, ich habe es gerade noch so geschafft. Das geht schon gut ab. Ich meine, Sekunde, dann sind sie weg. jetzt sind wir schon ein eingeübtes Team. Nächster. Was hat der für einen Namen? Ich muss nicht mal spielen, ich meine, das Kicken, das macht viel mehr Spaß. Ja, das... Wenn wir alle Gegner kicken, wenn das möglich wäre, das wäre so geil. Ja, es geht leider nicht mehr. Ja. Als es ging, da habe ich das schon noch gut ausgenutzt. Das ist gut. Ich habe CSGO zwar seit Ewigkeiten... Na, der kommt weg. Boah, jetzt haben wir zu viele drin. Scheiße. Weg ist er, sehr gut. Der nächste. Weißbrot Camp. Es läuft keine Abstimmung mehr, du Arsch. Halt doch die Fresse. Also machst du jetzt noch paar. Klar. Weißt du, da heißt es permanent, dass noch eine Abstimmung am Laufen ist. Nachher können wir das, schaue ich mir das Video vielleicht mal an, zum Schauen, wie viele mir jetzt eigentlich gekickt haben. Osama bin nicht laden. Kicken trotzdem. Nachladen. Raus. Guter Name, aber trotzdem raus. Osama nachladen. Nachladen. Ja. Alle weg. Im Viererteam. Ich sollte das eigentlich in Team-Chat schreiben und nicht in den allgemeinen. Das ist doch egal. Eigentlich ist es schon egal. Die sind eh alle zu dumm. Die antworten nicht, weißt du? Dann ist das eigentlich total egal. Da ist jemand. Ich kicken. Und weg. Ja, dann mach. Weg, ich hab. Weißt du, das gegnerische Team ist voll und wir sind zu viert. Alle, wo rüberkommen, fliegen sofort. Schon alleine, weil der Milita schreibt, müssen wir als Tag nennen. Hoffentlich kommen jetzt mehr Leute ins Terroristen-Team und ich hoffe, dass die vier wieder... Ich krieg gleich. So ist es richtig. Dein Internet ist besser wie meins, also fang du an. Aber jetzt erst nach der Aufräumphase, davor bringt es ja nichts. Ja. Doch, man kann schon davor rauswerfen. Also zumindest konnte ich ja auf Abwerben, auf Dings, Abstimmung starten drücken. Komm, mir ist traut sich. Sag, wenn jemand reinkommt. Ja. Sollten wir mal eine Waffe kaufen. Da kam doch jetzt jemand zu uns. Habe ich nicht gesehen. Der heißt Jesus oder so. Gamma Sky, weil das sind doch voll viele. Ja.
Nur mal zwei. Aber ich, wir schaffen es halt trotzdem, die Faggots zu kicken. Ja. Und weil ich bin mehr am Kicken, als am Spielen. Der Ego muss noch raus. Warte, ja. Ich mach. Ah ne, du hast schon. Oh Mann, ich wollte mir eigentlich eine Waffe kaufen. Ich spiele immer noch mit der Startpistole. Ja, ist egal. Solange wir Leute zum Kicken haben. Ja. Boah, die joinen zu schnell. Das könnte grenzwertig werden. Ja, vier sollten wir eigentlich immer schaffen. Mach. Komm. Irgendjemand von denen ist gerade langsam. Junge, mach. Der ist weg. Jetzt sieht keiner hier weg. Mein Weg. Geht doch. Das ist die Mischung, die wir reinigt. Jetzt können wir wieder ein bisschen spielen. Ja. Jetzt sind wir in einem sauberen Team. Ja. Jetzt bevor... Da ist wieder einer, ich kick. Ich will. Du kannst doch nicht. Ah, in 60 Sekunden, das ja, stimmt. Komm, mach, da ist wieder einer. Ja. Der, die das Ende, boah, raus mit dem. Sowas brauche ich nicht auf meinem Server. Wie schnell die Leute kommen, das kann ich ja nicht bringen. Wir müssen uns selber permanent bereinigen. Nein! Oh, geht doch. Einfach dauerhaft eine Abstimmung. Ja. Scheiße. Aber 13 Sekunden. So ein bisschen, bis die Abstimmung ganz weg ist. Ja. So geil. Weißt du, die Gegner sehen ja immer, dass wir eine Abstimmung machen. Ja. Weißt du, was die sich die fragen? Wissen genau, was da los ist. Und wann kommt immer, wenn jemand reinkommt? Zum Beispiel jemand? Der da, der G-Man. Gunshaman. Ja, sag ich doch. Eigentlich schade um den guten Namen, dass wir den rauskicken. Der ist schon weg. Ist okay. Das macht mir nix. Ja dann. Ich glaube, ich lade das hoch als How to Play CSGO. Das zeigt es auch. Was? Ja. So ja. Spielt man das Spiel auch. Den Schenkel bei der Ruhe. Und du? Ja, wenn mir leckt. So was passiert, wenn man AfD wählt. Ist nochmal einer. Okay. So was passiert, wenn man AfD wählt. Ja. Dann ist das Monarchie. Naja. Nee. Diktatur. Ja, das stimmt schon mehr. Mit Adelig. Für Monarchie braucht man ja wenigstens einen König, der eine bestimmte Familie hat, zum Teil. Oder zum Beispiel.
Beispiel jemand da. Ich mach. Okay. Wenn dein Internet jetzt geht, dann darfst du gerne. Ja, wir schauen halt, wer es zuerst sieht, der macht's halt zuerst, ja, oder so. Oder der, wir sagen halt immer, der, was macht, vorher oder so. Jetzt tritt jemand bei, mach. Ist ja egal. Wenn wir beide gleichzeitig machen, dann heißt es halt, das läuft momentan eine Abstimmung, aber das macht ja nichts. Ist halt unnötiger Aufwand irgendwie. Naja, so viel eigentlich Aufwand ist das egal, jetzt auch nicht. Stimmt schon. Ich spiele halt die ganze Zeit mit dem, mit Tab eigentlich offen. Ach, Jesus muss gekickt werden. Dazu ein Trademark, weißt du? WTF kommt er noch schreiben. Weißt du, die scheiß Spieler, die gehen mir richtig auf den Sack. Ich kann nichts machen, weil ich die ganze Zeit Leute kill. Ich muss halt Leute kicken und dann kommen immer Leute, die mich killen wollen. Haben die nichts Besseres zum tun? Das weiß ich nicht. Traurig sowas. Schlimm. Ja. Oh, den habe ich ja schon rausgeworfen. Gibt's ja nur noch den. Gibt's ja nur noch den. Das ist cool, wie schnell da neue Leute kommen und wie schnell die wieder gehen. Ja. Das macht echt Spaß. Zum Beispiel hier, dieser Bloodhunter. Nach vielleicht 3 Sekunden oder so im Spiel. Kann nicht mal spawnen, ist schon wieder weg. Er ist schon scheiße, wenn man zu den Terroristen gehört, was? Nicht hier, kann kurzes Mal geterrorist werden. Dann muss man schon. Ja. Zum Beispiel hier, der hier, dieser Okan. Den wollte ich auch gerade. Kommt rein und weg ist er. Scheiß Selbstmordattentäter, weißt du? Die lösen sich in Luft auf. Das hier, das ist Terrorbekämpfung. Weil die Terrorspieler sind ja. Boah, da ist wieder dieser Krumm-Typ. Nicht mehr lang. Sofort ist der weg. Aber sofort. Das Coole ist, wenn Leute gekickt werden, dann sind die nicht gebannt, dann kommen die vielleicht wieder auf den Server und wenn dann aber erst nach der nächsten Runde. Ach so, okay. Das wusste ich nicht. Ja, jetzt muss dieses, oh, das sind wie heißt's, der eine da, der Gittler, dann uns wieder gekickt hat. Gittler muss raus. Ja, wir haben jetzt einen Bot bei uns drin. Einen Bot Vayne. Aber Vayne interessiert's. Na, besser ist die Beziehung von Bob Vayne. Das muss man auf jeden Fall mal sagen. Der Bob Vayne. Bot Vayne, meine ich. Ja. Weißt du, am Ende ist das ein Welf mit dabei. Sehr schön. So viel abgestimmt wird. Hoffentlich. Dann sieht er mal, wie es läuft in seinem Drecksspiel. So funktioniert Demokratie. Da will man nur ein paar Hühner mit der Shotgun killen und schon kommen wieder gleich 2 von hinten. Scheiß Schlimm. Faggots. Ja. Boah! Fabgun. Vergiss es. Du gehst da raus. Wir haben sogar noch gewonnen, unser Team. Warte mal, wer ist noch bei uns im Team? Keine Ahnung, der ist nicht bei uns im Team, aber wird angezeigt. Vielleicht kommt der in die nächste Runde rein, denke ich. Deswegen hätte ich den sicherheitshalber schon mal rausgekickt. Nein, sonst ist schon gekickt. Diesen Server melden.
Oh Mann. Abstimmungen sind in der Aufwärmphase nicht erlaubt. Ja. Ah, schlimm. Zum Stream anwerfen. Ach, der Runde höre ich wieder auf mit Aufnehmen. Okay. Sonst bekommen meine Abonnenten noch zu viel tolles Videomaterial. Ja, die sind ja so hohe Standards bei dir schon gewohnt. Die 42 Leute da. Können es überhaupt so viele sehen? Sind's schon. Okay. Ich habe auch noch Videos auf dem Handy, die ich noch nicht hochgeladen habe, aber ich bin echt zu faul. Ich habe mir gedacht, ich mach mal wieder Videos. Ist jetzt schon eineinhalb, zwei Monate her. Meine meine Klickzahlen und meine Abonnenten haben sich nicht verändert. Also ansteigen her. Okay, gut. Also man erkennt an meinen Analytics jetzt nicht, dass ich schon seit zwei Monaten inaktiv bin. Jo. Und ich habe mir das Ganze in der Zeit aufgebaut, weißt? In zwei Monaten 850 Abonnenten, nicht in zwei Monaten, sind ja jetzt vier. Oder wann habe ich den Kanal wiederbelebt? Ja, sowas. Ja? Letztes Jahr, irgendwann. Ich glaube, Ende letztes Jahr kann es sein. Ja. Mann, ich bat hier fest. Ich kann 30 Sekunden, also du und so 10. Ja, die letzte oder vorletzte Runde war es, wo ich so gelacht habe. Das war beste. Boah, hier sind fünf Antiterroristen. Auf einem Haufen. Sweet. Stell dir mal vor, wir hätten nicht jeden gekickt. Was? Sondern nur Spieler mit einem bestimmten Level. Stell dir mal vor, wir hätten nur Spieler mit einem bestimmten Level gekickt. Wir hätten uns unser Team eigentlich sein können. Das hat eh nicht funktioniert. Finde ich aber lustig, wenn ein Team voll mit Pros. Why do you want to be kicked? Wer schreibt denn das? Das schreibt der. Das ist die richtige Antwort auf egal welche Frage. Fuck you, Faggot. Genau. Das Je, das habe ich von einem gewissen Apathie geklaut. Das ist wer? Der macht coole Lieder, von dem ist Juden lügen. Ach der. Headshot und tot ist er. Headshot und tot ist er. Weißt du, jetzt wo man mal wieder spielt, da kommt man auch mal wieder oben in die Leiste rein. Finde ich ganz angenehm. Ja, mit meiner Ping ist es momentan. Weißt du was? 50% nicht möglich. Aber manchmal schon und dann bin ich schlecht. Und sonst auch. Aber YOLO. YOLO! Weil ich finde das okay. Ja? Ich habe das Spiel jetzt so 60 Stunden gegen Bots gespielt.
Echt dein Ernst? Und 20 Stunden online. Ich hab's 20 Stunden online gespielt. Nee, eigentlich nicht. 40. Aber trotzdem bist du besser. Ich hab die meiste Zeit schon gegen Bots gespielt, so um Errungenschaften zu bekommen. Die waren mir scheißegal. Ich war sogar mal auf einem Server, da konnte man Errungenschaften farmen. Ja, das gibt's. Ich häng wieder an A fest. Warum eigentlich? Warum hängt man da fest? Aber mir hat das irgendwie mehr Spaß gemacht, die gegen Bots zu farmen. Weil die Bots halt richtig einfache Gegner sind. Aber nicht wie so eine Errungenschaftsserver, weil dann kann ich es auch gleich mit Steam Achievement Manager machen irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Mann, wenn du jetzt im gegnerischen Team wärst, könntest du jetzt zu A kommen und mich töten. Kann ich auch so machen. Da ist ein Gegner, ich muss ihn anschießen. Weil immer wenn ich versuche, einen Gegner zu killen, sterb ich. Ich versuche die alle zu killen, Max. Weil ja. Ich weiß, dass ich dann am schnellsten sterb. Ich versuche, dich zu verteidigen. Kannst gerne machen. Da ist schon mal reingespawnt. Headshot tot! Genau, zu Y sollen sie gehen. Ja. Du verteidigst einfach den Gang da rechts und ich versuche hier die Tür zu verteidigen. Ich kann nichts versprechen. Ja, ich auch nicht. Ja, YOLO. Da kommt jemand. Weg ist er. Ich will mich jetzt alle verteidigen. Boah, Headshot von dem scheiß Sniper. Schade, Marmelade. Komm wieder zu A. Ja, geh ja schon. Hab mich trotzdem noch bedankt. So, ich bin bei A. Gut. Dann gehe ich jetzt hier rechts hin. Nee, ich verteidige das Tor da. Du machst rechts, okay? Ich mach links. Hä? Nee, ich ja, bin okay, links. Dann mach ich halt rechts und links. Je nachdem. Weißt hier, naja, okay, hier bin ich mittig. So funktioniert Boosting. Ha, ich hab dir deinen Kill geklaut. Ja, das weiß ich. Aber du hast mir erst geklaut, wenn da oben stinkt Peter 666 Official 2012 plus Animated Pictures steht. Dann hast du mir den Official geklaut, Brei. Ja, okay. Da ist jemand vorbeigelaufen. Ja, hab ich auch. Und drauf geschossen. Da vorne schießt. Treffer, jemand. Treffer! Treffer! Ha? Was steht da? Animated Pictures, Animated Pictures, Animated Pictures. Und zwar nur auf der linken Seite. Weil ich bin nicht rechts. Außer ein Videospielen. Außer 12 Mal bis jetzt. Ja, okay. Aha. Okay, nach der Runde höre ich auf mit Aufnehmen. Ja, gut. Und du hast mich rechts nicht verteidigt, deshalb bin ich gestorben. Ja, weil ich tot war. Ja, das interessiert mich doch nicht. Weißt, hättest du da verteidigt, wäre ich jetzt nicht tot. Das bringt dir gar nichts. Ach, da ist ein Gegner. Einfach mal jeden beleidigen. Das ist der Trick am CSGO-Spielen. Ich will, ja, dass aus CSGO das neue COD wird. Das ist doch schon.
Eigentlich ist es das ja. Das ist es geworden, als wir angefangen haben, Leute zu kicken. Der Ruf davon ist aber noch nicht so. Ne, das noch nicht, aber weißt. Das kommt schon. Das kommt. Ja, der Ruf hängt so ein bisschen hinterher, aber das kommt schon. Okay, war's dann mit der Aufnahme, oder? Was? Tschüss. Aufnahme. Tschüssi.